Leute zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Star Wars Battlefront. Nein, falsch. Total War Rome 2. Lüg doch nicht. Ich lüge nicht, ich habe mich versprochen. Nein, du lügst. Ich lüge nicht, ich habe mich versprochen. Kleiner Lügner, du. Jetzt wird es langsam anstrengend mit dir. Ja, das finde ich gut. Finde ich gut. Ja, mach du jetzt mal deine Runde da und. Ich bin dabei. I'm on my way. Da darf ich gleich einen General auswählen. Die Penisspalte muss ich wieder verschieben. Tote Charaktere kann ich gar nicht mehr einsehen, ne? Nee. Oh, jo, okay, ich sehe jetzt gerade, das war, glaube ich, einer der wichtigen Generäle. Scheiße! Ah, oh, nein! Der gestorben ist, war wichtig? Ja, ich glaube, der war gar nicht mal so unwichtig hier. Ja. Ui. Das war. Wie gesagt, ich meine, das war einer, der, den ich am längsten hab. Ui. War das nicht sogar mein Anführer? Ah, jetzt muss ich mich echt entscheiden. Oh, nicht schon wieder Tyros. Tyros bringt so viel Geld. Mann. Hm? Was denn? Die scheiß Seleukiden gehen mir auf den Sack. Ach, holen die Tyros? Nein, Tyros holen die nicht, aber die könnten's. Okay. Jo, bitter, wa? So, die machen wir fertig hier. Schon so lange her, dass wir mal wieder Kampagne gezockt haben, ey. Da vergisst man manchmal seine Sachen, wie was man getan hat und so. Oh, naja. Ah, die sind weg. Schön. So, die Quidri werden hier nicht herkommen können. Du bist aufgestiegen. So, West, erzähl mal, wie geht's denn hier so? Soll es mir gehen? Das ist jetzt halt immer so eine komische Aussage, finde ich. Ja? Geht's dir etwa nicht so gut? Wie immer. Wie immer. Obwohl ich jetzt schön ausgeschlafen habe, wir haben es ja schon Sonntag, ne? Hm. Und ich erstmal eine Woche Urlaub habe. Oh, das ist schön. Ja. Ich muss noch ein paar Wochen warten. Du bist ja auch ein fauler Student, ne? Ja, ich habe noch 3 Wochen, dann habe ich 2 Wochen frei. Das ist schön. Okay. Ich bin jetzt gerade sogar am Überlegen, jetzt hier bei mir bei Kenaboom, ob ich mir dann eine Söldnerarmee aushebe und diese eine Truppe von gerade eben vernichte. Ach, egal. Hast du vielleicht eine Idee, fällt mir gerade ein, was ich zu meinem 1000 Abonnenten-Special machen kann? Weil ich bin vollkommen überfragt. Du könntest einen Porno drehen. Einen Porno drehen? Mit dir und mir als Hauptperson, oder was? Ich habe mich nicht als Darsteller angeboten. Aber Moment, ich muss ihn ja nur drehen. Ich kann dich als Hauptperson einstellen. Du weißt schon, wie es gemeint war. Ja. Wollt ihr ein Porno mit Cornelius sehen? Hm? Schreibt's in die Kommentare. Also, ganz ehrlich, wer möchte ihn denn nicht sehen? Mit meiner Mega-Fleischpeitsche. Ich will nicht dein Gesicht sehen, wenn du in irgendeiner Form Sex mit irgendjemandem hast. Egal, männlich oder weiblich. Es ist mir vollkommen egal. Es ist beides schrecklich für mich. Tja, West. Dann hast du einfach keinen Geschmack. Oder vielleicht habe ich noch Geschmack und leide nicht mehr unter Geschmacksverkalkungen. Nee, du hast einfach keinen Geschmack mehr. Doch, den habe ich. Ich weiß ja nicht, mit wem du Sex hast, dann wirst du es aber auch irgendwas schmecken. Nein. Na, da lacht auf einmal nicht mehr. Ich bin gerade beschäftigt mit den Flammen der Reinigung. Ja, unbedingt beschäftigt, natürlich. Hm? Zutiefst beschäftigt. Denn Galien ist unser aller Mutter. Krieger. Volksfront von Galatien, was machst du denn? Du hältst die Stellung hier.
Genauso wie die Galatische Volksfront. Das wird ein Kampf, ey. So, wie weit kannst du marschieren? Ich lebe, um den Volke Galliens zu dienen. Hier gibt's bessere Söhne, das ist schön. Gallien ist unsere aller Mutter. So, was nehme ich jetzt für Söldner hier? Oh, sind die teuer. Aber das ist es wert. Manchmal muss man echt richtig viel Geld ausgeben für Söldner. Das ist manchmal echt kacke. Aber gut. Hä? So. Was ich jetzt gerade nicht so richtig raffe. Was denn? Ich kann halt Athen und Sparta komplett sehen. Ich bin mit denen militärischer Verbündeter. Ich kann alles sehen, ne? Ich bin aber auch ein militärischer Verbündeter von Knossos, kann die aber nicht komplett sehen. Warum? Militärischer Zugang. Meinst du, ist das militärischer Zugang das Problem? Ja gut, im Endeffekt, also ich hatte damals, wo du mir den Krieg erklärt hast, mit Knossos nur ein Verteidigungsbündnis, ne? Und deswegen ist er halt mit dem Krieg mit dir, aber... die Götter des Olymps segnen. Was ist eigentlich würde es doch Sinn machen, wenn ich die sehen würde. Du als Verbündeter. Ja. Ich glaube, das nur mit militärischen Zugang so. Weil du dann deine Spione reinschicken könntest, ohne Probleme. Okay, dann muss ich mal gucken, ob ich die von dem bekomme. Kann ich die schon so einsehen? Nee, ne? Nee. Boah, dass mich Ägypten immer noch so sehr liebt, ey. Ja, Ägypten hatte nur noch eine Provinz. Die lieben mich immer noch, obwohl ich die verraten habe. Hm? Warum hast du die verraten? Ja, warum sollte ich mit dir noch im Bündnis bleiben, wenn die selber verrecken? Ach so. Keine guten Verbündeten. Ja gut, dann bist du jetzt wieder dran. Ich glaube, du hast jetzt erstmal genug Stress, nicht wahr? Geht, so viel ist das ja gar nicht. Ach Mist, ich habe jemanden vergessen da oben. Scheiße. Okay, jetzt muss ich jedenfalls einen neuen General erstmal auswählen. Wen nehme ich denn? Bock. Wo kriege ich nur für... Warum kriege ich nur stationäre Generäle? Das ist doch kacke. Wohlstand, öffentliche Zufriedenheit, Baukosten. Okay, Hingabe ist eigentlich ganz okay. Nämlich, du kommst. Du wirst eingestellt, finde ich super. Du wirst eingezogen. Eingezogen, eingestellt. Könnte beides passen. So, Unterhaltskosten der Flotte. Scheiße, das hab ich ganz vergessen gehabt. Fuck. Was denn? Ich hab Siede nicht angegriffen. Ja, stimmt. Fällt mir gerade auch ein. Egal, Knossos rekrutiert nicht. Also kann ich nächste Runde immer noch angreifen. Genau, das können wir jetzt erstmal machen. Verschleiß reduzieren. Jetzt ist die Frage, kann ich mich da zurückziehen? Ich kann mich da außen rum begeben. Aber die... Frontalen Angriff, den werde ich wohl kaum gewinnen. Keltische Söldnerkrieger, gallisch. Ah, da gibt es einen Unterschied? Ja. Oh, die Keltischen sind wesentlich stärker. Dafür aber schlechter im Nahkampf, Abwehr. Ja, haben aber mehr Gesundheit und weniger Moral. Ich glaube, preislich unterscheiden die sich gar nicht. Also gut, für mich eine Rekrutierung ist das günstiger, weil es ein Fraktionssöldner. Das eine, das ist ja dann, das hat dann natürlich keinerlei Bedeutung, aber preislich wohl. Also die ich habe, also die keltischen Söldnerkrieger, die halt Nahkampfwesen besser sind, die sind preislich teurer im Unterhalt. Und haben noch eine spezielle Fähigkeit. Und? Oh, keltische Söldnerkrieger haben Immunität gegen Verschleiß auf Bergpässen.
Gut, ich schon mal jetzt erstmal ein paar Söldner und vertreib den von hier. Oh Gott, das muss ich ja dann sogar selber schlagen. Kriege ich das da nicht hin so? Boom. Knappe Niederlage. Ah, ich muss die Schlacht selber kämpfen. Oh. Hoffe ich mal, dass ich das überpacke. Aber es ist eine Minischlacht, sollte gehen. Will den wenigstens von Kinaboom weghaben. Hast du manchmal einen General ausgelöscht? Hm? Immerhin hast du schon mal einen General auslöschen können. Die andere Ja. Armee wird knackig. Ja, das ist die eine Armee, aber die andere da unten. Die wird Ich weiß knackig. gar nicht, wie ich die platt machen soll. Theoretisch muss ich mich ja sogar wirklich zurückziehen, um erstmal aufzufrischen, aber dann wird mir, der Typ wird mich verfolgen. Weiß es noch nicht. Wie viele Soldaten hattest du noch in der Armee jetzt gehabt? Ich habe zwei Truppen verloren. Und den General. Also, die ist fast noch vollständig. Na dann, Glück gehabt. Will ich im Wald kämpfen? Nee, ne? Ich will nicht im Wald kämpfen. Du Idiot, hättest dich hier drüben aufstellen müssen. Was? Da wärst du durchgegangen durch offenes Feld über. Also nicht durch den Wald durch, sondern über offenes Feld. Da hättest du den Feind schon sehen können. Ja, der wird ja zu mir kommen. Nee, der wird auch nicht zu dir kommen, ist ja blöd. Okay, der bleibt stehen. Ja, dann will ich aber so auch nicht anrücken. Dann bin ich sehr wenig mit Wald. Also ich muss den Wald vermeiden, weil ich will meine Speere werfen können. Vernünftig. Weil sonst sind die Eidgeschworenen da echt hart. Das Problem ist, sie stehen ja schon im Wald drinne. Ja, ich werde natürlich jetzt erstmal hoffen, dass der vielleicht nachher auf mich zumarschiert kommt. Ja, das kannst du eigentlich nur hoffen. Halt mit zwei Söldnerkriegern frontal kämpfen und einen in den Rücken. Und die freien Heerbanner muss ich noch irgendwie so nebenbei platt machen. Und er hat ja noch irgendwo noch mal ein paar Schwertkämpfer. Ach Quatsch, Kavalleristen. Mein General muss halt wieder was reißen mit seinem Charge. Ich sehe schon, die Schlacht wird ein bisschen dauern. Warum? Aha. Dauert jetzt schon 5 Minuten. Na gut, ich muss. Was willst du sagen? Das kam nur gerade an. Nein, ich habe gesagt, die Schlacht, die dauert. Ich muss erstmal ranrücken. Ja klar, gut. Na, mit dem kleinen keltischen Kreatur Wir können haben seine versteckte Heerbanner fertig feindlichen machen. Einheiten entdeckt. Oh, Kaff. Ja, ich weiß. Oh, Kaff. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Chill, chill, chill. Auf die Herbahn rauf. Und die leichte Kraft zieht ab. Komm her. Unser General wird Boah, ein angegriffen. weißes Pferd, wie schön. Lebt noch? Scheiße. Ab auf die Eidgeschworenen.
komm her, du scheiß Kavallerie. Ich will dich nicht nach einem Rücken haben. Da. Der will mich doch verarschen. Na, ich hab auch gerade gedacht, der will dich verarschen. Und schmeiß ihn mal. Ja, in die Flanke rein, aber keiner gestorben. Weiß es nicht. Und werden jetzt kontern? Ja. Attacke! Bang! Rückzug. Bei dir fällt der halbe Trupp. Eigentlich hängt jetzt alles so von dem General ab. Wenn du frontal ihn komplett bündelst mit all deinen Schwertkämpfern, kannst du immer den Rücken reinchargen, wo du es gewinnst. Oh shit. Aktivierter Kopfgeldjagd? Hau ab! Flieh! Flieh! Nicht in den Nahkampf gehen, überhaupt nicht. Ich wollte nur in die Seite chargen, ich gehe das ist jetzt gleich wieder spät. Raus. Ist zu spät. Jetzt wird der Kopfgeldjagd. Guck mal den Trupp an von dir, der fragt gerade. Oh. Lauf! Ich hab's dir gesagt. Abgesehen davon, wenn er jetzt gleich die Kopfgeldjagd weg hat, ist er total erschöpft. Würde ich ausnutzen. Grundsätzlich, Truppen mit Kopfgeldjagd aktiviert immer meiden. Jetzt kannst du rein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Na? Jetzt gucken wir mal, wer der stärkere General ist. Das hast du gewonnen. Ja, hoffe ich mal. Das ist ein schändlicher Anblick. Der hat nur noch 56 Mann. Jetzt immer schön Rücken rein chargen und du hast gewonnen. Bam. Solange ich meinen General nicht verliere. Ja, der Kampf ist gewonnen. Definitiv. Ja, ja. Ich habe ja auch ein bisschen Gold darin investiert. In meine Söldner. Boah, ist der weit geflogen gerade. Der ist weit geflogen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Noch einmal. Ich will mal meine Moral. Und jetzt machen wir mal einfügen. Nein, nein! Bam, 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 bam. Zack. Tot. Er ist vernichtet. Ah, den Trupp reibe ich noch kurz auf. Brauchst du ja gar nicht mal. Der General ist tot, also kommt der Trupp nicht wieder. Stimmt, stimmt, stimmt. Ist mir in dem Moment auch eingefallen. Knapper Sieg. Ja, gut. Waren halt ein paar Söldner, die verreckt sind, ne? Kannst du jetzt wegschmeißen. Brauchst du nicht mehr. Außer es kommt natürlich wieder eine Armee mit 7-mal keltischen Adelsreitern. Dann. Nee, die befindet sich im Süden. In der Regen von Massilia oder wie? Nee, ja, jein, soweit nicht. Die, in Westgallien unten. Südwestgallien. Ach so. Beziehungsweise sie ist ja noch nicht mal in meinem Gebiet, die ist ja noch im Avernischen Gebiet. Na dann. Ja,
Aber weißt du was? Das Timing ist gut. Habe ich schon wieder die Zeit überschritten? Wir haben sie gerade erreicht. Wow. Schlachten über Schlachten, Leute. Manchmal ist das so. Manchmal nicht, aber heute ja. Haushalt erweitert sich. Deswegen würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt wieder von euch. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, gibt uns weitere Armeennamen. Ich wette, West braucht noch ein paar. Und grabst euch alle schön die Eier. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Okay, bis dann, Leute. Ciao. Tschüss.